Willkommen zurück zu Harveys neue Augen. Der Zensurgnom ist wieder bei, bei seiner Arbeit. Wir sollten ihn dabei auch nicht stören. Ich habe mir gedacht, das ist einfach ein sehr schönes Bild hier, um den Part anzufangen. Oh, meine Gott. Das ist nicht gut. Was geschieht hier nur in dieser Klosterschule? Was ist hier nur los? Vielleicht weiß Capo etwas darüber. Vor allem, wenn wir die Knallfrosche darunter kriegen, vielleicht. Psst, Lilly, ich muss dich unbedingt was fragen. Magst du mich eigentlich? Aha. Gott sei Dank. Ich war mir nicht wirklich sicher. Ich habe da nämlich ein Anliegen. Es geht um meine Gefühle. Oh Gott. Und ich möchte dich um einen ganz großen Gefallen bitten. Würdest du etwas für mich tun? Aha. Wirklich? Wow, ich bin ganz aufgeregt. Okay. Ganz ruhig, Capo. Also, würdest du diesen Brief hier Shai übergeben? Ich muss sie unbedingt treffen. Also, gib ihr einfach den Brief, ja? Mann, das ist so toll von dir. Du bist wirklich die Beste, Lilly. Ich weiß, ich bin voll Gumbo. Jetzt, wieso Shai? Guck doch mal, Lilly ist so süß. Sie ist immer so nett zu dir gewesen. Ist ja nicht so, dass sie nur schon ein paar deiner Mitschüler auf dem Gewissen hat, okay. Aber auf der anderen Seite weißt du das ja noch gar nicht. Und, oh Mann. Ah, gut, dann reden wir halt mit Shai. Ist ja gut. Halt. Halt, stopp. Lilly, hier geht's lang. Ja, genau. Hier musst du lang, Lilly. Und wenn ihr glaubt, das ist doch falsch. Ich habe nämlich noch etwas vor. Etwas ganz Bestimmtes. Hier im Büro der Oberin, auf Geheiß von Arknei917, sollte ich doch nochmal eine Kleinigkeit ausprobieren. Lumpy hatte Hunger. Oder er war müde. Oder gelangweilt. So genau wusste man es bei ihm nie. Okay, also es ging definitiv nicht, die Katze mit der Topfpflanze zu verbinden. Wäre schön gewesen. Aber wir könnten noch etwas anderes ausprobieren mit Lumpy. Lilly bezweifelte, dass Lumpy das essen wollte. Schade, aber vielleicht können wir damit der Topfpflanze zu Leibe rücken. Nimm dies, du! Lilly wollte es sich nicht mit der lustigen Blume verscherzen. Pflanzen waren die einzigen, die ihr noch zuhörten. Ja, na dann. Schade. Vielleicht will die was rauchen, die Pflanze. Magst du? Lilly wollte es sich nicht mit Pflanzen... Na gut. Also, geht leider nicht, Lumpy an die Pflanze zu verfüttern. Wir wollten es nochmal ausprobieren. Hatten wir es letztens in einer Konfi davon, aber... Geht anscheinend nicht. Ist auch nicht weiter tragisch. Dann gehen wir zu Trepper Paus. Denn so sind wir nun einmal. Ah, oh Mann. Ich bin gespannt, wann die ersten Leichen gefunden werden. Das wird sehr interessant wahrscheinlich. In den Schlafsaal gehen wir nun und, ja. Bevor wir Shai den Brief geben, sollten wir ihn vielleicht mal lesen. Vielleicht einfach mal Korrektur lesen. Nicht, dass Capo irgendeinen Mist geschrieben hat. Ich würde mir sonst natürlich niemals die Liebesbriefe von anderen Menschen durchlesen. Ich meine, das geht gegen die Privatsphäre. Aber auf der anderen Seite, ich meine, wenn er da so viele Rechtschreibfehler reingemacht hat, dann sollten wir die besser korrigieren, damit es nicht falsch ankommt bei Shai. Das ist der einzige Grund, warum... Na komm, lesen wir ihn schon. Hm. Komm, lies ihn. Hm. Tu's. Oh Mann, dann eben nicht. Du hast das gar nicht verdient, Shai. Oh, was hast du denn da Tolles? Ist das etwa für mich? Oh, wie schade. Hast du nochmal Glück gehabt? Na gut, nimm das. Oh, was hast du denn da Tolles? Ist das etwa für mich? Lilly zögerte. Nicht etwa, weil sie Shai das Treffen mit Capo nicht gönnte. Sie machte sich vielmehr Sorgen. Es konnte ja alles Mögliche in dem Umschlag sein. Eine Schlange. Ein Skorpion.
oder Milzbrandviren. Schließlich entschied sie sich, Shai den Brief doch zu geben. Aha. Hui, der ist ja von Kapu. Ein Date? Wie aufregend. Ich muss mir unbedingt noch mehr Glitzerstaub auflegen. Es waren wohl doch keine Milzbrandviren in dem Brief gewesen. Sicher? So ein Glück. So wie die sich verhält, hat sie wahrscheinlich schon sehr viele Briefe mit Milzbrandviren geöffnet. Na ja, gut. Aber das ist was anderes. So. Aber inwieweit bringt uns das jetzt weiter in unserer Quest? Wir müssen ja eigentlich noch diverse Sachen machen. Also sprich, Widmung am Schaukelbaum entfernen und so weiter. Aber auf der anderen Seite, ich meine, wenn wir helfen können, zwei Liebende zueinander zu bringen, dann ist das doch, ja, die schönste Nebenquest, die man überhaupt noch haben kann. Und deswegen hoffe ich mal, dass wir uns das Ganze schon ansehen können. Tatsache. Jetzt guckt sich einer das an. Ist das nicht herzallerliebst? Lilly wollte die beiden nicht stören. Sie sollten den Augenblick genießen. Bald würden sie sich anfangen zu hassen. Und vor lauter Kummer würden Shais Haare anfangen auszufallen. Ach ja, die Liebe. Shai, wenn deine Haare ausfallen, kann ich sie dann haben? Ich wollte unbedingt schon immer mal so eine Frisur. Ach ja, die Liebe. Hey. Oh nein, ich hab jetzt schon eine Befürchtung, was mit den beiden passieren könnte. Weil dieser Gargoyle droht ja hinabzustürzen. Und ich befürchte, dass es etwas mit dem Entfernen der Knallfrösche zu tun hat. Ich sehe das jetzt schon kommen. Wartungsklappe? Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Ich könnte meinen Plan schon direkt in die Tat umsetzen, so wie das aussieht. Oh, scheiße. So, ich komme doch trotzdem noch nicht daran, oder? Hurra! Lilly hatte Wie waren die nur dort hinaufgekommen? Hm. Wie könnte ich da rankommen? Kann ich die Schuluhr irgendwie sabotieren? Die Zeiger der Schuluhr sahen aus wie Schwertlilien. Und die verschnörkelten Maschen, die Körbe dieser Blumen bildeten, wirkten wie Schwertscheiden aus einem Fantasy-Roman. Sie luden geradewegs dazu ein, etwas hindurchzustecken. Hm. Das waren mir jetzt... Also wenn das kein mehr als offensichtlicher Tipp war, was wir hier machen müssen, dann weiß ich auch nicht. Das kann die Lösung sein. So, wir stecken jetzt einfach mal unser Templerschwert dadurch. Das Schwert reichte zwar weder zu den Knallfröschen noch bis zum Seil. Dafür passte es aber perfekt in die Maschen des Zeigers. So perfekt, dass es darin stecken blieb. Was sollte Lilly nur tun? Etwa abwarten, bis der Gargoyle von alleine zu Boden fiel? So viel Zeit hatte sie gewiss nicht. Ich verstehe. Okay. Na dann. Aber das Ding können wir jetzt nicht mehr nehmen, oder? Na toll. So, okay. Wenn wir jetzt wieder in die Haupthalle gehen und dann wieder zurück. Die Turmuhr klang heute dumpfer als ich wusste sonst. Es. War es wirklich schon so spät? Ich wusste es. Oh mein Gott, ich wusste es!